Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser Ausgabe Let's Play Armored Warfare. Und heute will ich euch den Stufe 8 Leopard 2A5 zeigen. Und vielleicht für den einen oder anderen nicht so wirklich bekannt, beziehungsweise ist es vorbeigegangen. Ich habe dank Armored Warfare die Möglichkeit, euch diese Panzer überhaupt zeigen zu können. Also ich habe aktuell alle 8er, 7er, 6er, soweit ich weiß. Also es gibt da keinen Panzer, den ich euch nicht zeigen kann. Außer die 9er. Aber ihr seht, ich wurde auch reichlich ausgestattet. Also ich kann hier mir ein bisschen was erspielen. Und dementsprechend freue ich mich umso mehr, euch hier jetzt den Leopard 2A5 zu zeigen. Weil der wirklich einfach ein wunderschöner Panzer ist. Ja, und da würde ich sagen, da schnackt man doch gar nicht lang. Sondern wir gehen ins Spiel und schauen, wie er sich so schlägt. Und da haben wir ein Matchmaking gefunden und sind hier mit unserem Tier 8 Top-Tier. Natürlich, derzeit alles andere ist schwierig. 7er. Und sogar in meinem Team noch ein 6er, dafür ein 8er mehr. Also unterm Strich ist es schon absolut okay. Und ich bin schon sehr gespannt, ob ich euch den jetzt ein bisschen präsentieren kann. Ich muss ja selber gestehen, auf der Tierstufe ab und an tue ich mich noch ein bisschen schwer, weil natürlich die Penetrationsmöglichkeiten deutlich anders sind, als man es von World of Tanks zum Beispiel kennt. Der Durchschlag ist zwar sehr beachtlich, aber einfach mal vorne so drauf einen anderen MBT. Das ist gar nicht so einfach. Da muss man schon wirklich auf die Aufbauten schießen. Ja, und deswegen gucken wir doch mal. Los geht's auf jeden Fall. Oder? Bleibt doch nicht stehen. Ich werde mich mal hier dem Leo 2 anschließen. Ist ja auch ein wunderschöner Panzer. Nur meiner ist noch mal ein bisschen schöner mit dem cooleren Turm. Er ist einfach ein Träumchen. Und wir pesen hier runter. Na, also wenn das nicht wunderschöne Optik ist, dann weiß ich es aber auch nicht. So, und jetzt werde ich mal dem Leo hier ein bisschen in den Vortritt lassen. Weil ich kenne das, ich fahre hier immer vor. So wie es der Leo jetzt gerade macht. Und dann bin ich der Idiot. Aber bis jetzt scheint er da noch ganz gut durchzukommen. Der ist aber auch sehr aggressiv, der Gute. So, jetzt gucken wir mal, was da vorne so passiert. Der wählt jetzt den Weg durch die Straße. Und man sieht eben vorne durchschlagen. Ist nicht so leicht machbar. Ah. So nicht. Der hat gut getroffen. Und ich kann ja immer noch ein bisschen draufhalten. Kritischer Modultreffer. Fuck you, Ramka. Meint er mich? So, ich halte jetzt einfach mal auf die drauf. Solange sie gespottet sind. Modul zerstört. Jetzt bin ich erst spät. Jetzt warte ich mal ein bisschen. Wow. Ich kann hier gut seitlich auf die wirken, wie ihr seht. Bin noch offen, muss ich einfach ein bisschen warten. Immer hier schön warten, bis ich geschlossen bin und dann nochmal draufhalten. Kritischer Kettenschaden. Aber die kommen, drücken Gott sei Dank nicht. Dementsprechend kann ich das hier so ausspielen. Komm schon. Ich bin immer noch offen. So, weg damit.
Der erste Challenger mal aus dem Spiel genommen. Wegen mir dürftest du dein Türmchen drehen. Ah, jetzt fahren sie weg. Muss ich nur aufpassen, da hinter mir, da kommt ein Centauro rum. Die sind auch schon hinten bei unserer Base. Da kommt ein Leo. Ah ne, der ist noch da unten. Voll HP noch. So, da ist der Centauro. Aber nur noch 2 zu 4. Ah, voll daneben gesammelt. So, da konnte ich noch einen setzen. So, den würde ich gerne wegmachen. Aber ihr seht, da hat das Team nicht mitgespielt. Und von dem her. So, jetzt kommt der nochmal. Ah, und da war ich der Letzte und wurde auch zerstört. 0 zu 9 ist das Gefecht ausgegangen. Schade, schade. Ich konnte da super gut wirken, habe da schön meine Position ausspielen können, aber meine Leute sind dann einfach über die Karte gesehen zu stark gefallen und auch der Schaden konnte dann da nicht hinwegtäuschen über das Ergebnis. Trotzdem haben wir den Leopard 2A5, so muss man es richtig sagen, in Aktion gesehen und ich denke, das ist ja schon immer eine feine Sache. Wie gesagt, wir gucken uns natürlich trotzdem noch das Endergebnis an. So, Training will ich nicht. Schaden 2905, 3 Assists gemacht. Ein bisschen Credits gab es auf jeden Fall raus. Und man sieht hier, fortgeschritten bin ich auch. Und an wem ich hier wie Schaden machen konnte. Im Team bin ich hier vom Schaden auf Platz 3 und von den XP auf Platz 4. Aber man sieht, der Gegner war hier einfach ein bisschen fleißiger in Summe. Trotzdem, nichtsdestotrotz, würde ich sagen, war es eine schöne Runde. Leopard A2A5, so, ist einfach ein wunderschöner Panzer. Und ich hoffe, ihr seht es ähnlich. Daher, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.